Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So, Freunde, ich habe wieder 10 Pieces rausgesucht, die mir die Woche in Online-Shops ins Auge gefallen sind, die ich eigentlich ganz cool finde. Wir gehen jetzt einfach mal zusammen durch und fangen einfach mal an. Fangen wir an mit dem Piece Nummer 1. Bei dem Piece Nummer 1 habe ich auf der Seite Endclosing ein cooles T-Shirt gesehen, und zwar so ein Dip Dye Chemical Wash T-Shirt, und zwar Endclosing zusammen mit Off-White. Ich finde es ziemlich nice, diese T-Shirts, generell im Sommer, aber ich finde es auch so generell jetzt ganz cool. Ich meine, das ist so ein Piece, das kann man eigentlich schon die ganze Zeit tragen, und es gefällt mir extrem gut. Allerdings ist es schon fast ausverkauft. Es gibt nur noch X, Extra Small, Extra Large und Extra Extra Large, aber ich fand es mega nice. Deswegen habe ich es einfach mal mit eingepackt in diese 10 Favorite Pieces der Woche, und ja, leider schon vergriffen in meiner Größe, ansonsten hätte ich mir das bestimmt gekauft. Aber ich finde es mega nice. Vielleicht ist eure Größe noch dabei. Und ja, gefällt mir extrem gut. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal abchecken. Wie in jedem Video findet ihr die Links unten in der Infobox. Ich habe aber, wie gesagt, keine Affiliate-Links. Das sind einfach nur Empfehlungen. Und nicht, dass ihr denkt, ich verdiene da irgendwas vom Kuchen. Sondern das sind einfach nur Sachen, die mir ins Auge gefallen sind, die ich euch zeigen möchte. Vielleicht ist das ein oder andere Piece dabei, was euch gefällt. Machen wir weiter mit dem Piece Nummer 2. Und bei dem Piece Nummer 2 habe ich zwei Varianten ausgesucht. Mir ist generell auf Luisa Veroma der Trenchcoat von Burberry ins Auge gefallen, der so ein bisschen in diesen drei verschiedenen beige, braun, der sogar vier verschiedenen Tönen ist. Der sieht mega nice aus. Ich kann mir das mit so einem All Black Outfit extrem gut vorstellen. Allerdings ist da natürlich der Preis, der total ins Auge fällt. Für fast 2700 Euro ist das natürlich unfassbar teuer. Nichtsdestotrotz finde ich, das Piece ist schon, der ist extrem nice, deswegen habe ich ihn einfach mit reingepackt. Der ein oder andere, der so viel Geld ausgeben möchte, kann das gerne machen. Mir persönlich ist es zu teuer, aber nichtsdestotrotz ist das ein sehr, sehr cooler Trenchcoat und ja, auf jeden Fall mal eine Überlegung wert, wer es sich leisten kann. Ich kann es mir nicht leisten. Deswegen habe ich noch eine zweite Variante ausgesucht, und zwar war ich auf der Boss-Seite, Hugo Boss-Seite, und habe da auch einen gefunden, der ziemlich ähnlich ist. Allerdings dann nur in einem Ton, in so einem beige, hier steht zwar Khaki, aber für mich das eher so ein beige-braun. Ja, gefällt mir extrem gut, sieht ziemlich ähnlich aus, kann nochmal hin und her switchen. Ja, ziemlich cool mit dem Gürtel da, und ja, der liegt bei 750 Euro, ist natürlich trotzdem noch immer viel, viel Geld, aber das ist natürlich ein Piece, was ihr die nächsten Jahre einfach was von habt. Wie gesagt, ich bin da nicht so der riesige Fan von so zeitgenössischen Sachen, die einfach nur so in die Schnelllebigkeit reingehen. Ich suche generell Sachen raus. Also mein Kleiderschrank enthält relativ viel, was zeitlos ist, beziehungsweise was man auch über mehrere Jahre lang anziehen kann, was jetzt nicht so, ich sag mal, nur rein extrem saisonbedingt ist. Deswegen hier einfach nochmal die zweite Variante von Hugo Boss, fand ich extrem nice, und ja, größentechnisch ist auch noch alles vorhanden. Da könnt ihr natürlich auch einfach mal, wenn ihr wollt, sowas im Store anprobieren, da kann ich mir gut vorstellen, gibt es sowas auch. Machen wir weiter mit dem dritten Piece, und beim dritten Piece habe ich auf der Zalando-Seite eine richtig coole Sonnenbrille von Tom Ford gesehen. Gefällt mir extrem gut, ist auch ähnlich die deren Sonnenbrillen, die ich schon habe. Ich trage gerne diese Rayfarer Classic Optik, aber von Tom Ford, die kann ich davon ausgehen, dass sie extrem hochwertig ist. Gibt es in verschiedenen Farben. Hier so ein Schwarz-Schwarz oder hier in so einem Schwarz mit braunen Gläsern. Ich finde jetzt hier diese Braun-Variante mit diesen grünen Gläsern auf jeden Fall sehr cool. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. 265 Euro ist natürlich auch kein Schnäppchen, aber auch, ja, ich finde, für eine gute Sonnenbrille kann man schon mal ein paar Euro ausgeben, denn die schützt ja im Prinzip die Augen. Dementsprechend, ja, gibt es auch nur in einer Größe, also gibt es keine verschiedenen Größen. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece, und das habe ich auch auf Zalando gesehen, und zwar ist das so eine coole Bomber-Übergangsjacke von Polo Ralph Lauren, in dem Fall mit so einem Kordstoff. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die schwarz oder blau ist, ich würde eher sagen in Richtung blau, ganz, ganz dunkel, mitternachtsblau, und ja, mit diesem Stehkragen mit den zwei Knöpfen oben gefällt mir extrem gut. Vom Fitting her sieht die auch sehr nice aus, so wie die kombiniert haben mit dem Schal und mit den braunen Schuhen dazu. Wirkt auf jeden Fall sehr hochwertig, und das ist auch eine Jacke, die ihr, denke ich mal, nicht an jeder Ecke findet. Deswegen habe ich sie einfach mal reingepackt.
Ich finde sie sehr, sehr cool. Ich überlege mir noch, ob ich mir sowas zulege. Aber ja, ist auf jeden Fall, hat sie es auch in die 10 Favorite Pieces der Woche geschafft. Und ich denke, ist auch noch ziemlich nice. Größentechnisch ist auch noch alles da. Dementsprechend, ja. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wartet auch auf den Sale. Aber ich sag mal, dann könnt ihr diesen Herbst und ich sag mal diesen Winter einfach nicht mehr so tragen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die im Sale landet und dementsprechend da vielleicht nochmal ein Schnäppchen später machen könnt. Der Sale wird wahrscheinlich so gegen Januar starten. Also der Winter-Sale ist immer die ersten paar Januarwochen. Und dementsprechend könnt ihr euch da darauf einstellen, dass ihr da guckt, falls ihr darauf warten wollt. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und da habe ich einen ziemlich coolen Mantel gefunden. Jetzt extrem nice für die Zeit und auch für den Winter dann. Und zwar bei Suit Supply. Ich mag Suit Supply sehr. Die haben sehr, sehr coole Sachen. Auch da immer zeittechnisch relativ zeitlos. Und hier habe ich so einen coolen Marinemantel gefunden. Eine Zweireiher mit so goldenen Knöpfen. Ich finde den extrem nice. Kostet 400 Euro. Größentechnisch ist der auch schon gut ausverkauft. Allerdings könnt ihr da nochmal in-store gucken. In den großen Städten gibt es da auch Stores. Dementsprechend, ja. Oder ihr achtet auf den Online-Shop, dass der... Also im Prinzip könnt ihr da täglich reinschauen und dann gucken, ob Retouren reingehen. Und dann kann es sein, dass eure Größe wieder aufpoppt. Ne? Aber ich finde den extrem cool von der Passform und von den Details. Und ja, der sieht extrem nice aus. Auch hinten nochmal mit diesem Bund am Rücken mit den zwei Knöpfen. Finde ich schon ein sehr, sehr cooler Mantel. Und ein dunkelblau und Marinemantel ist auf jeden Fall ein Piece, was meiner Meinung nach ein klassisches Männerpiece ist. Wenn ihr auf den Stil steht. Ne? Ist immer die Frage, welchen Stil tragt ihr. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und da habe ich ein sehr, sehr fettes Flannel gesehen. Und zwar war das bei Matches Fashion. Und zwar von Ralph Lauren Purple Label. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also es gibt bei Ralph Lauren immer verschiedene Labels, also verschiedene Unterkategorien. Es gibt den Standard Ralph Lauren, dann gibt es Double RL, das ist RRL auch geschrieben. Das ist so mehr in diese Western-Richtung. Die Sachen feiere ich auch extrem, aber die sind auch nicht gerade günstig. Und dann gibt es unter anderem dieses Purple Label und noch mehr weitere Varianten. Aber zum Beispiel dieses Purple Label sind die absoluten Premium-Produkte von Ralph Lauren und dementsprechend seht ihr das auch am Preis. Was mir bei dem Piece so extrem gut gefallen hat, ist einfach der Colorway. Deswegen habe ich es mit reingepackt. Ich kann euch jetzt schon sagen, mir ist es definitiv zu teuer, aber 690 Euro für ein Flannel, also der Tag muss leider noch kommen, an dem ich mir sowas erlauben kann, aber trotzdem habe ich es mit reingepackt, weil ich es extrem cool finde. Wie gesagt, die Farbe ist extrem cool und ich glaube, ich habe so ein Flannel auch selten gesehen in so einem coolen Beige-Ton. Deswegen ja, hat es auch dieses Mal so ein Piece in die 10 Favorite Pieces der Woche geschafft, auch wenn es, ich sag mal, eine Preiskategorie ist, die extrem hoch ist. Ne? Für ein Hemd, für ein Flannel, fast 700 Euro ist natürlich ein Batzen Geld. Ne? Dementsprechend, ja. Trotzdem sehr, sehr cooles Piece. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und bei dem nächsten Piece ist das ein Schuh, der allerdings erst heute um Mitternacht online kommt. Dienstag, 1. Oktober um 0 Uhr. Und zwar ist das Adidas Oswego. In so einem coolen Beige-Ton, muss ich sagen. Der hat mir extrem cool gefallen. Ich habe den letzten Tage, ich glaube, bei High Snob und Hypebeast und Complex auf diesen ganzen Seiten für die Frauen gesehen. Der war für Frauen auch schon online, ein bisschen abgeändert auch in diesem Beige-Ton. Aber jetzt für die Männer kommt er jetzt heute um 0 Uhr online. Ich gehe davon aus, dass der auch relativ schnell ausverkauft sein wird. Allerdings gibt es den auch noch in Khaki. Sieht auf jeden Fall beide Colorways sehr, sehr nice aus, deswegen habe ich die auf jeden Fall mit reingepackt. Cool für den Übergang. Ich denke, weiße Schuhe, ich sag mal im Herbst, ist immer relativ schwierig, weil ja, ihr da dementsprechend die Schuhe immer relativ schnell dreckig habt. So ein Beige oder so ein Khaki ist da nicht ganz so anfällig. Trotzdem solltet ihr die Schuhe auf jeden Fall imprägnieren und da habt ihr auf jeden Fall ein bisschen Vorsorge, dass das nicht ganz so schnell dreckig wird. Ich finde den sehr, sehr nice und ja, falls ihr wollt, stellt euch auf jeden Fall den Wecker um 0 Uhr oder guckt morgen früh rein. Ein sehr, sehr cooler Schuh und ich habe den beim Costa letztens in weiß gesehen. Sieht ziemlich cooler Schuh aus, auch nicht zu klobig und nicht zu riesig, deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung. Auch der hat es in diese 10 Favorite Pieces der Woche geschafft. Machen wir weiter und bei dem nächsten Piece habe ich einen Hoodie gefunden und zwar von Lacoste in so einem coolen Weiß, aber das sieht nicht ganz weiß, rein weiß aus, sondern so cremeweiß. Ich muss sagen, Lacoste, meiner Meinung nach, kommt im Moment extrem wieder aus dem Verschollenen wieder hervor. Die Sachen wirken extrem cool und ich finde dieses
die Farbe und wie das gemacht ist, auch mit diesem Patch nochmal am Ärmel und dieses, also es ist schon sehr plakativ, aber extrem, ich finde es sehr, sehr cool und in Weiß, denke ich mal, gibt es auch einen Hoodie nicht an jeder Ecke, der sieht auch vom Fitting sehr cool aus und deswegen ja, hat es der auf jeden Fall auch in die 10 Favorite Pieces der Woche geschafft, für 130 bis, ich weiß jetzt nicht genau, 130 bis 135, vielleicht sehr größentechnisch ist, dass der teurer wird, ja. Okay, das sehe ich auch das erste Mal. Okay, wenn ihr den in XL nehmt, also in der größten Größe, dann kostet er 135 Euro. Wenn ich den jetzt zum Beispiel in meiner Größe M oder gegebenenfalls L nehme, dann kostet er immer nur 130 Euro. Habe ich so auch noch nicht gesehen, aber da habt ihr zum Beispiel, wenn ihr den kaufen würdet, beziehungsweise euch dafür entscheidet, gibt es auch noch einen coolen anderen Farben, aber ich fand den Weiß extrem nice. Ab 80 Euro kostenfreier Versand und Rückversand, deswegen auch ganz nice. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Alle Links, wie gesagt, findet ihr unten in der Infobox. Und ja. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und da habe ich eine coole Übergangsjacke auch in so einer Flannel-Optik gefunden. Und zwar in so einem Braun-, Blau-, Creme-Weiß-Farben. Ich finde, die Farben passen extrem gut zusammen. Und zwar bei Beastin, im Beastin Store, für 189 Euro von Legends. Finde ich extrem cool. Gefällt mir echt nice und hat zwar einen Reißverschluss, bin nicht so der Fan von diesen Flannels, beziehungsweise von diesen Jacken mit Reißverschlüssen, aber in dem Fall gefällt mir das echt gut, deswegen habe ich den einfach mit reingenommen. Ja, ihr seht das schon in den letzten Videos, generell Flannels und solche Sachen sind immer in meinem Kleiderschrank extrem gut vertreten, deswegen gucke ich da auch immer wieder nach, ob man coole neue Colorways oder neue Schnitte oder sonstiges, aber so als Übergangsjacke sieht die auf jeden Fall mega fett aus und in L und XL noch auf jeden Fall da. Ich glaube, da war noch eine in S, M war jetzt ausverkauft. Aber ich sag mal, selbst wenn ihr das im Beastin Store nicht mehr findet, könnt ihr natürlich einfach nach dem Artikel googeln. Also einfach die Marke eingeben, Legends. Die Jacke steht ja auch dabei. Und dann könnt ihr einfach schauen, ob ihr das in einem anderen Store noch findet. Ich finde sie auf jeden Fall mega nice. Und der Colorway, der würde mich auf jeden Fall interessieren. Muss ich mal schauen, ob ich mir sowas nicht zulege. Kommen wir zum letzten Piece. Und beim letzten Piece habe ich mal was ganz außergewöhnlich reingepackt. Und zwar eine Uhr. Und zwar auch einfach mal die Uhr, die ich im Moment einfach täglich meine Lieblingsuhr geworden ist. Ich habe noch eine Piaget-Uhr, die ich im Moment leider kaum trage, deswegen ist nicht ganz so alltagsgerecht, ist zwar sehr, sehr schick und habe ich auch eine ganze Zeit lang einfach getragen, aber ich habe aktuell noch so eine Omega Speedmaster Triple Date. Ihr seht das jetzt hier auch, trage ich gerade auch und ich bin mega happy mit der Uhr. Ich musste auch zu sagen, den Tipp habe ich vom Justus bekommen. Wenn ihr ihn nicht kennt, kann er mir auf jeden Fall mal auf Instagram abchecken. Ist ein sehr, sehr cooler Typ in Sachen Herren, Style, Herren, Optik. Und ja, dementsprechend, die Uhr gibt es auch nicht mehr neu, also nicht in der Variante. Die gibt es nur noch gebraucht und deswegen habe ich die einfach mal auf Chrono mit reingepackt. Ist ein sehr, sehr cooles Teil. Ich finde auch in einem voll bezahlbaren Bereich, weil das ist auf jeden Fall eine absolute Premium-Uhr, also eine Automatikuhr mit einem sehr, sehr guten Laufwerk. Und ja, Preisentwicklung oder wenn ihr jetzt sagt, boah, mich interessiert das, ob ich damit Geld mache, da wäre ich bei Uhren immer vorsichtig. Klar, könnt ihr jetzt sagen, ich investiere in eine Rolex oder was weiß ich und könnt dann sagen, ja, in ein paar Jahren kann das mehr Geld wert sein, aber ja, keine Ahnung, da müsstet ihr, finde ich, da muss man so viel Geld übrig haben, dass man da ja, das Geld einfach einen auch nicht wehtut. Dementsprechend sollte man sich da nicht irgendwo mit rein. Oder ihr kriegt jetzt zum Beispiel auf eine Patek Philippe Nautilus einfach mal so einen Slot und könnt die bestellen, dann habt ihr auch Geld gemacht. Aber dementsprechend finde ich, ist das eine sehr, sehr coole Alltagsuhr. Ist nicht zu schick, nicht zu sportlich. Ich finde die einfach sehr, sehr gut. Ich bin mega happy damit. Die läuft sehr gut und ja, auf jeden Fall nochmal was anderes mit reingepackt. Dementsprechend einfach meine Uhr. Und ja, das war's auch wieder mit meinen 10 Favorite Pieces der Woche. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet, ob das ein oder andere Piece für euch dabei ist. So, dementsprechend war's das jetzt. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, ein Like dazu lassen und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Ciao.